Herzlich willkommen zu Video Nummer 2, in dem wir dir jetzt konkret zeigen, wie du Werbeanzeigen schalten kannst in dieser Zeit, was da zu tun ist und warum, weshalb, weswegen. Ich werde dazu einmal kurz meinen Bildschirm freigeben, um dir zu zeigen, dass wir auch selber Anzeigen laufen haben. Das ist beispielsweise gerade ein Angebot für das Thema Network Marketing, was ich laufen habe. Wo ich jetzt gerade Evergreen ein Webinar laufen habe. Hier haben wir 70 Leads generiert, haben dabei 5,88 Euro im Schnitt gezahlt. 411 Euro sind da rausgegangen jetzt die letzte Woche im Schnitt und haben hier jetzt, wie du sehen kannst, 7 Termine generiert dafür schon, haben 70 Leads generiert dafür. 36 Leute haben sich das Webinar angeguckt, das heißt ein bisschen mehr als 50% und 2 Verkäufe im vierstelligen Bereich. Das Coaching kostet 3.000 Euro, das heißt 400 Euro sind reingegangen und 6.000 Euro sind wieder rausgekommen. Dabei wurden noch nicht mal alle Leute angerufen bzw. erreicht, die wir hier raus haben. Hier sind wir in Phase 2 gegangen, die testet gerade erst seit ein paar Tagen, diese Phase hier. Hier haben wir 8 Leads für 8,39 Euro im Schnitt. Hier haben wir bisher 4 Leute, die sich das Webinar angeguckt haben, 3 Leute, die auf dem Bewerbungsformular waren, noch keine Bewerbung. Da schauen wir uns das später nochmal an. Und hier haben wir gerade schon 11 Leads generiert für 92 Euro. Ein Verkauf schon, a 3.000 Euro und 6 Leute, die sich das Webinar angeguckt haben. Das ist auf jeden Fall schon mal sensationell. Wenn wir uns das hier gerade angucken, dann sehen wir auch beispielsweise, dass wir, wenn wir in der Anzeigengruppe sind, das ist alles noch eine Testphase, die ich gerade habe, dass wir hier gerade 2,82 Euro zahlen pro Lead, 2,88 Euro, hier einen Ausreißer mit 10 Euro, 4,51 Euro. 5,72 Euro, 7,58 Euro, 6,71 Euro, 2,23 Euro, ja, 9 Leads generiert, 5,70 Euro, 5,90 Euro, die wir hier generiert haben pro Lead. Also sensationelle Ergebnisse soweit. Ja, hier haben wir, sage ich mal, Ähnliches schon mal erreicht bzw. rausgezogen, wo wir gesagt haben, okay, hier zahlen wir gerade 2,82 Euro, 3 Leads, 8 Euro, 8 Euro, hier sind es 4 Euro, 8 Euro, 8 Euro. Es läuft auch erst diese Kampagne beispielsweise seit 2 Tagen, damit du siehst, dass es läuft, dass wir da auch was machen und dass es tatsächlich funktioniert und dass ich jetzt insgesamt schon, wenn wir uns das angucken, haben wir hier 2 Verkäufe rausgezogen, sind 6.000 Euro und hier nochmal ein Verkauf, sind 9.000 Euro bei 587 Euro Ausgaben. Also es funktioniert noch, es läuft noch alles. Und das trotz Krise, ja, mal kurz angemerkt, ne? Das trotz Krise, das Ganze ist also skalierfähig und wird auch in den nächsten Tagen weiterhin skaliert. Und das ist nur ein Projekt, das ist mein Projekt, eines davon. Andere Projekte zeigen wir nicht, einfach aus dem Grund, weil es hat A, was mit Datenschutz zu tun und B, gibt es einfach Projekte, über die man nicht sprechen oder reden darf. Damit du jetzt weißt, was habe ich da gemacht, warum habe ich das gemacht, wie kann das auch für dich jetzt, sage ich mal, salonfähig gemacht werden. Lieber Erik, schieß los. Wie schaltest du gerade Werbeanzeigen für Kunden? Für welche Angebote? Worauf sollte man achten? Was hat für dich in Split-Tests besonders gut funktioniert? Freestyle einfach mal drauf los, da ist bestimmt das ein oder andere dabei, deshalb bitte jetzt alle Zettel und Stift parat haben, dass ihr mitschreiben könnt, hier gleich nach. Ich bin wie den Heiligen Gral hier angepriesen, ey. Was ihr jetzt gleich umsetzen könnt. Okay, ja, vielleicht mal ganz kurz, wo schalte ich gerade Ads und für was, für welche ganzen Projekte? Ich bin gerade in, lass mich zählen, ich glaube 6 Nischen unterwegs, 6 großen Nischen. Darf nicht über alle Sachen sprechen, klar, alleine auch wegen Datenschutzgründen ist ja logisch. Eine Sache, über die kann ich ganz entspannt sprechen, das ist ein Google-Bewertungscoaching, was ich eben gerade für einen Klienten für mich bewerbe. Ist quasi ein ganz einfaches System, du hast so einen, quasi einen Aufsteller, mit dem gehst du zum Unternehmen hin, Restaurants, Bars, Cafés, ne, und stellst bei denen hin, kriegst dafür monatlich Provisionen, dafür bekommen die gute Google-Bewertungen. Eigentlich ganz simples System. Ja, und wie ich da generell bei Facebook vor, ne? Bei Facebook generell ist ja erstmal das Problem, okay, du musst ja erstmal finden, wo kann ich denn überhaupt Leute ansprechen, bei denen es sich lohnt. Also es gibt ja diese verschiedenen Ebenen. Es gibt erstmal, okay, ich brauche eine Zielgruppe, wo Leute drin sind, für die es relevant wäre. Die muss ich erstmal finden. Und ich muss dann rausfinden, okay, wie kann ich die, also wenn ich die Leute gefunden habe, rausfinden, okay, wie kann ich die ansprechen. Wenn ich das rausgefunden habe, dann gibt es noch ein paar andere Tricks und Kniffe, die können wir dann später mal eingehen. Grundsätzlich erstmal rausfinden, okay, welche Zielgruppe lohnt es sich überhaupt anzusprechen. Ne? Haben wir vorhin bei dir ganz gut gesehen, bei ein, zwei Kampagnen, die aufgepasst hat, stand Phase 1 und Phase 2.
Was ich sehr, sehr oft mache, ist eben dieses Drei-Phasen-Modell. Phase 1, okay, ich finde raus, welche Leute lohnt es sich anzusprechen, worin lohnt es sich später Geld auszugeben. Und wenn Sie auch aufgepasst haben, habt ihr locker gesehen, dass bei Nick bei vielen Kampagnen 2 Euro Tagesbudget stand, also echt nicht viel Geld. Und aber genau ist eben das System. Ich gehe erstmal in ganz, ganz viele verschiedene Zielgruppen rein und schaue mal, okay, wo lohnt es sich? Deswegen ganz wenig Budget und schaue mir nach 3 Tagen an, wie laufen die, sind die okay, die Zahlen, sind die eher so mies? Deswegen bei dir waren teilweise auch 2 Euro pro Lead mal 10 Euro pro Lead. Ne? Da sieht man ziemlich schnell ja nach 3 Tagen, okay, wo lohnt sich und was sind eher so die Ausreißer, die man lieber abdrehen will. Vielleicht kurz, wie mache ich das? Ich suche mir immer ganz generell so 5, 6, 7 verschiedene generelle Interessen raus. Zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt im Online-Geldverdienen-Markt sind, ein generelles Interesse wäre zum Beispiel Online-Marketing. Ganz stumpf, ganz easy. Oder eine Sache wäre Tony Robbins zum Beispiel. Das ist eine ganz, ganz große Persönlichkeit. Große Zielgruppe bei Facebook, die suche ich mir raus. Dann suche ich mir 5, 6, 7 verschiedene Sachen raus, die in die Nische passen und stelle die erstmal ein. So, ein Problem, was ganz, ganz viele vergessen, ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Tony Robbins einstelle, das sind, ich glaube, 5 Millionen Leute oder so irgendwas, glaube ich, dann ist das hier so ein ganz, ganz großer Kreis, das ist die Zielgruppe intern in Facebook. So, das Problem, was die meisten nicht verstehen oder nicht irgendwann denken, wahrscheinlich einfach nur, ist, wenn ich jetzt eine Anzeige schalte mit der Zielgruppe Tony Robbins, ne, vielleicht in Deutschland, Österreich und der Schweiz, das ist so mein Markt, ich schalte rein, dann erreiche ich nicht die 5 Millionen Leute. Wird nicht passieren. Sondern Facebook hat ja intern in einer Zielgruppe nochmal Zielgruppen abgespeichert, die du selbst gar nicht siehst. Das heißt, ich brauche was zu malen jetzt hier. Stell dir mal so einen ganz, ganz großen Kreis vor. Kannst in diesem Kreis, glaube ich, machen. Bis ich da hinten aufgestanden bin, das passt. Nee, hier. Du kannst auf Bildschirmfreigabe klicken und dann steht da Whiteboard. Dann kannst du da ein Whiteboard auf dem malen. Wo ist denn hier ein Whiteboard? Oh, ein Whiteboard. Genau. Ha, guck mal hier. Also, jetzt kommen meine Zeichenkünste. Hier haben wir einen großen Kreis und das ist die Zielgruppe Tony Robbins in Facebook, ne? Schreiben wir hier mal hin, dass wir wissen, was ist. Tony, oh yes. So, das ist Tony Robbins. Hier sind 5 Millionen Leute in der Facebook-Zielgruppe. Jetzt schalte ich eine Werbeanzeige und die geht mit Interesse Tony Robbins. Das Problem ist, ich komme jetzt hier nicht in den ganzen Kreis rein, wo ich eigentlich rein will. Ich will hier testen, okay, sind die Leute, die in Tony Robbins interessiert sind, relevant für mein Angebot? Ich komme aber nicht hier in den ganzen Kreis rein. Was stattdessen passieren wird, ist, ich komme in diesen Bereich hier rein. So, das heißt, ich schalte eine Anzeige und ich komme hier in diesen Bereich rein. Das heißt, ich werde nur testen, sind die Leute in diesem Bereich, zumindest die richtigen. Ich werde nicht testen, ob die ganzen Leute und bei einer Zielgruppe von 5 Millionen sind das echt, echt viel. Lass das mal 1 Million Leute hier drin sein, maximal. Die ganzen anderen sind hier drin. Und dann komme ich gar nicht ran. Und das merken ganz viele nicht. Und ich sehe dann eigentlich nur, okay, ist dieses Schnipselchen hier von Tony Robbins profitabel? Wie komme ich hier rein? Weil es ist klar, mit viel Glück sind hier die richtigen Traumkunden drin. Aber mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit sind sie hier irgendwo, wenn überhaupt. So, und wie komme ich jetzt in die anderen Bereiche rein? Das ist, indem du eine Sache an deinem Adset, also in deiner Anzeigengruppe veränderst. Eine Sache verändern kann einfach nur sein, okay, pass auf, ich stelle eine Metrik um. Sowas wie, okay, ich mache mal Sprache Deutsch mit dazu. Oder ich gehe mal nur nach Deutschland. Oder ich gehe mal nur auf Männer, nur auf Frauen. Ich mache mal anstatt 7-Tage-Klicks, sondern mache ich mal 1-Tag-Klick. Solche Sachen, eine Sache verändern. Spielt nicht mehr wirklich eine Rolle, was das ist. Aber indem du eine Sache veränderst, gehst du in eine andere intern gespeicherte Zielgruppe von Facebook. Weil hier sind überall Zielgruppen nochmal intern gespeichert. Alles kleinere Kreise mit Zielgruppen, die Facebook in dieser Zielgruppe gespeichert hat. Und das vergessen viele. Das ist nicht eine Zielgruppe, sondern das sind hunderte verschiedene kleinere. Und du musst in die alle einzeln reinkommen. Das heißt, gehen wir davon aus, hier haben wir einfach nur eingestellt, okay, Dachraum, ne, Sprache Deutsch und eben Interesse Tony Robbins. Jetzt machen wir mal eins, also quasi einfach die Anzeigengruppe duplizieren und machen mal die Sprache Deutsch raus. Machen wir ohne Sprache Deutsch. Dann sind wir hier drin. Das Ganze nochmal duplizieren und machen mal 1-Tag-Klickfenster anstatt 7-Tage-Klick. Dann kommen wir hier rein. Machen das Ganze nochmal und machen mal nur Männer. Jetzt wird es aber richtig schön hier. Machen mal nur Frauen. Und hier machen wir zum Beispiel die Altersgruppe, machen wir mal ab 30 plus nur. So, und so kommst du langsam und sicher in alle verschiedenen Kreise rein. Dann kannst du durchtesten, okay, funktioniert denn diese Zielgruppe wirklich oder funktioniert nur der Teil nicht? Weil viele drehen nämlich dann Zielgruppen, die eigentlich vielleicht die richtigen Leute drin hätten, einfach ab, wenn sie merken, ja, okay, läuft nicht. Ja, weil dieses hier nicht gelaufen hat. Oder viele drehen Anzeigen hoch und geben dem mehr Budget, weil die laufen wie am Schnürchen. Das ist noch schlimmer, finde ich, weil dann verbrennen die viel mehr Geld. Und sind dann aber ganz, ganz schnell durch. Ja, die haben dann halt so kurz vor Augen die Zahl, okay, 5 Millionen Leute, ja, komm, da kann ich aufdringen. Die geben dann teilweise bis zu 1.000 Euro am Tag aus und nach einer Woche oder zwei ist das Ding dann halt durch, weil es halt keine 5 Millionen Leute sind.
Und auf einmal rauchen die Anzeigen ab, die schauen zu spät drauf oder wissen nicht, was passiert, wollen nur mal laufen lassen, nochmal überprüfen lassen. Und dann verbrenne ich viel zu viel Geld, weil vielleicht hier die richtigen Leute drin sind. So. Also, ne, so gehe ich erstmal generell bei Zielgruppen vor. Wenn ich eine Zielgruppe habe, dann teste ich die 5, 6, 7 verschiedene Variationen davon. Das mache ich mit 6, 7 bis 10, 15, je nach Tagesbudget eben, verschiedene Interessen. Und dann lasse ich die ganzen Dinge erstmal 3 Tage lang laufen. Ja, da gibt es noch ein, zwei, drei andere Einstellungen. Das wird jetzt wahrscheinlich im Rahmen des Videos sprengen, was man noch machen kann, um besser in den Algorithmus reinzukommen. Aber das lassen wir erstmal durchlaufen für 3 Tage circa und schauen dann, okay, wo habe ich denn die besten Ergebnisse? Da werden jetzt keine 100 Käufer bei rumkommen. In der ersten Phase geht es bei mir nicht darum, sehr profitabel zu sein. Die meisten sind es schon. Wenn nicht, ist auch okay. Ich will mit ganz wenig Budget rausfinden, okay, wie bin ich denn am profitabelsten? Oder wo lohnt es sich überhaupt, Geld auszugeben? So, und das Ganze mache ich mit minimalem Budget, 2 bis 5 Euro am Tag, lasse das Ding durchlaufen. Dann gehe ich in Phase 2 und schaue mir an, okay, was da gut funktioniert. Dann nehme ich mir die Dinger raus, wie bei dir vorhin zum Beispiel, die 1-2-Dringer, die mit 2, 3 Euro pro Lied teilweise waren, 4 Euro pro Lied, ne? Das sind die guten, die nehme ich mir raus, die anderen drehe ich ab, die mit 10 Euro pro Lied, nehme die in Phase 2 mit, das ist eine neue Kampagne, dann packe ich die in ein großes CBO und teste verschiedene Budgets durch, und dann gebe ich denen ein bisschen mehr Stoff, ein bisschen mehr Feuer, dann ja, geht es an größere Lookalikes, die dann daraus resultieren, in ganzen Leads und sowas, und dann schaue ich, okay, wie kann ich die ansprechen, dann teste verschiedene Anzeigen durch, verschiedene Ad-Creatives und sowas, und dann nehme ich die Dinge, die wieder gut funktioniert haben, Phase 3 mit, und ab dann wird eben skaliert. Sehr schön. Gehen wir mal das hier wieder weg, bevor Sie mal eine schöne Zeit cool. Haben. Also so generell gehe ich mir vor, ne? Immer nochmal ganz kurz grob, 3 Phasen, Phase 1, wo lohnt es sich, Geld auszugeben, verschiedene Sachen durchtesten und nicht, wenn eine Einstellung mit Tony Robbins zum Beispiel nicht funktioniert, die ganze Audience wegschmeißen, sondern nochmal durchtesten. Phase 2, okay, schauen, wie kann ich die Leute, die ich schon gefunden habe, jetzt ansprechen, verschiedene Ad-Angles, verschiedene Hooks. Ja, und Phase 3 ist eben mehr Geld ausgeben, da wo es sich lohnt und dann profitabel sein. Sehr gut. So, das war der erste Schritt. Du hast schon Schritt 2, 3 hast du so ein bisschen schon angeteasert gehabt. Das ist die erste Phase. Ich werde euch das mal kurz zeigen, damit ihr das einmal kurz bei mir sehen könnt hier, wie das Ganze läuft. Ja? Also als Beispiel war ich hier in der einen Phase drin, wo ich dann auch schon Adsets abgedreht habe. Die kannst du hier sehen. Die ich abgedreht habe, waren die mit keinen Leads oder die mit deutlich über 10 Euro pro Lead. Den Rest habe ich weiterlaufen lassen, logischerweise. Jetzt habe ich hier die Phase 2 eingeläutet mit all den Adsets, die für mich am besten funktioniert haben. Was habe ich dabei rausgefunden davor? Ich habe davor rausgefunden, dass Facebook und Instagram am besten funktioniert für mich. Ja, und dass Männer am meisten sich bei mir eintragen und nicht Frauen. Es gab vielleicht 3, 4 Frauen, die sich eingetragen haben. Das meiste waren aber Männer. Was habe ich also gemacht? Ich habe das hier einmal komplett genommen, habe wieder eine Sache verändert. Und zwar bin ich nur auf Facebook und Instagram gegangen, habe Audience Network, Messenger und so weiter rausgemacht und habe nur Männer reingemacht in diese Zielgruppe. Und habe das Budget einmal verdoppelt, habe hier verschiedene Budgets genommen, um zu testen, wie die miteinander performen, beziehungsweise wie die miteinander laufen. Und habe dann die Entscheidung getroffen, beziehungsweise gesehen, okay, super, das lasse ich jetzt mal laufen. Das ist jetzt gerade in Phase 2 drin. Das läuft jetzt schon seit 3 Tagen. Dieses Adset könnte man eigentlich schon killen, das lasse ich aber noch laufen. Wichtig ist immer hier die Analyse zu machen. Was passiert hier gerade? Hier sind beispielsweise 2 Leads, 1 Content-Aufruf, 2 Leads, 1 Content-Aufruf. Hier war kein Content-Aufruf, hier waren auch 2 Content-Aufrufe. Das heißt, dieses Adset würde ich jetzt beispielsweise killen, weil es einfach nicht performt. Ja? So, das lasse ich aber noch 1, 2 Tage weiterlaufen, damit es noch mehr Budget kriegt, damit ich hier noch ein bisschen mehr Aussagekraft habe und kann dann hier nachher im nächsten Schritt wieder hochgehen und kann dann sagen, okay, die Adsets, die hier nach 20, 30 Euro Budget noch gut laufen, gehe ich nämlich in die Phase 3 rein. Und Phase 3 bei mir wäre dann wieder gucken, welche Erkenntnisse habe ich rausgezogen für mich und werde die dann wieder anpassen und wieder mehr Budget drauf machen. Das heißt, auf jede Anzeige 10, 15, 20 Euro am Tag drauf machen, ja. Parallel dazu habe ich jetzt einen Test gemacht, denn ich habe natürlich jetzt geguckt, welche Altersgruppen sind hier diejenigen, die sich am meisten eintragen, kaufen und nachher auch zu einem Call werden. Mir ist es gar nicht mal so wichtig, wie viele werden zu einem Lead, sondern für mich sind die Metrik A, Content-Aufruf, wichtig. Das ist für mich die, sage ich mal, der nächste Schritt. Wie viele gucken sich das Webinar an? Wenn ich 10 Leads in einer Kampagne habe, aber nur einer guckt sich das Webinar an, ist das für mich nicht so viel wert. Die nächste Metrik, die wichtig ist, abgeschlossene Website-Registrierung. Das heißt, wie viele werden tatsächlich, tragen sich für ein Gespräch ein bei mir. Und dann hier der nächste Schritt ist dann Webseitenkäufe. Wo kommen die Webseitenkäufe bei rum? Wenn mehr Budget drin ist, kommen mehr Webseitenkäufe bei rum. Dadurch, dass kleines Budget drin ist, ist
die Website-Käufe-Metrik, sage ich mal, zwar schon wichtig, aber noch nicht aussagekräftig genug, deshalb erstmal abgeschlossene Registrierung. Und die werden dann hochgesetzt. Das ist jetzt Phase 2. Phase 3 wäre dann bei mir, die besten Adsets hier rausnehmen, dann mit mehr Budget befeuern, angucken und dann geht es in Phase 4 in die CBO-Kampagne, die Erik jetzt gleich erklärt. Davor aber habe ich jetzt noch einen Age-Cluster-Test gemacht. Das heißt, ich habe jetzt geguckt, welche Altersgruppen performen für mich am besten. Dadurch, dass ich weiß, welche Altersgruppen am besten für mich performen, habe ich geguckt, dass ich einfach, sage ich mal, zwischen die Altersgruppen reinschieße. Das bedeutet also, ich habe jetzt die bestperformendsten Ads wieder genommen und habe die dann in verschiedene Altersgruppen gehauen. Das heißt, 20 bis 28 Facebook und Instagram Männer only. Na, dann habe ich hier die besten Anzeigenvariablen genommen. Dann hier 29 bis 37 Facebook und Instagram Männer only und dann 38 bis 46 Facebook und Instagram Männer only, um zu gucken, welche sind das denn, die jetzt hier am besten funktionieren, weil selbst in diesen Zielgruppen sind wieder Millionen von Menschen drin, in denen ich endlos viel Budget spenden kann. Und das größte Problem, was die meisten haben, ist es, dass sie zu viel, dass sie 150, 200 Euro für eine Telefonbewerbung ausgeben, dass sie manchmal 1.000, 1.500 Euro für einen Verkauf am Telefon ausgeben, was viel zu viel ist, was daran liegt, dass sie ihre Zahlen nicht im Griff haben und nicht wissen, wo geben sie gerade ihr Geld rein, wo hauen sie es rein. Und wenn du die Sachen auseinanderclusterst, auseinander nimmst und wirklich spezifisch testest und wirklich auch dir die Zeit nimmst, dass diese Tests mal laufen können, dann kannst du nachher, hast du wirklich ganz genau, dass es diese Seed Audience, also diese Lookalike-Zielgruppe beispielsweise, in dieser Altersgruppe, in diesem Placement, mit dieser Werbung, da kommt das meiste bei raus. Und dann fallen auf einmal von 200 Euro für ein Telefonat, fällt es runter auf 40, 50 Euro für ein Telefonat. Und deine Returns und Adspend gehen massiv nach oben, weil du viel, viel mehr Geld verdienst, während du weniger Geld ausgibst. Das aber mal nur kurz angeschnitten. Erik, was ist denn die Phase Nummer 4? Und zwar... Vielleicht kurze Sachen. Mach gerade nochmal Übertragung nochmal an, bitte. Und geh mal kurz auf die Audience Insights, wenn du das gerade aufmachen könntest. Weil ich glaube, Age Cluster könnte mir gerade nochmal kurz einen Satz zu verlieren, weil das ist eigentlich eine echt sehr, sehr coole Sache. Also wirklich in ganz normalen Audience Insights. Also wo du quasi wirklich aufgegliedert das siehst mit den... geh mal oben auf die drei weißen Balken. Ich meine die ganz normalen Audience Insights. So... Die drei weißen Balken. So, jetzt haben wir. Und links Zielgruppen-Insights. Genau, so ist es. Weil ich würde ganz gerne noch kurz einen Satz zum Thema Age-Cluster kurz verlinken, wenn wir das gerade schon angesprochen haben, weil was auch noch ein ziemlich cooler Punkt ist, man versucht immer herauszufinden, okay, wo ist meine Zielgruppe, wer sind die, ne? Man will immer mehr Daten kriegen und man kriegt von Facebook auch schon unfassbar viele Daten, aber es gibt immer wieder ein, zwei, drei kleine Tricks und Kniffe, die viele nicht kennen, wie man noch mehr Daten aus Facebook rausbekommt. Und das eine Sache eben sind Age-Cluster. Wenn man hier mal kurz nachschaut, sieht man ja hier in der Mitte, sieht man ja quasi die Daten, die Facebook uns gibt über das Alter, zum Beispiel 18 bis 24, 25 bis 34, ne? Das sind so die Altersspannen, die Facebook dir angibt. Das heißt, wenn du später dann wirklich in die, wenn du wirklich einen großen Deep Dive machst, gehst in deine Zahlen rein, schaust, okay, wer hat sich eingetragen, wer hat gekauft, dann siehst du, wenn du nach Alter sortierst, okay, 18 bis 24 und so, so ist die Zielgruppen. Ja, aber das ist eine relativ breite Spanne, 18 bis 24, das sind 6 Jahre. Und es wäre jetzt schon ziemlich cool, da tiefer reinschauen zu können. Und wie machst du das? Und deswegen schalten wir Age-Cluster-Kampagnen. Also wir machen verschiedene Anzeigengruppen und gehen quasi, wenn du aufgepasst hast, siehst du jetzt wahrscheinlich, dass der Nick hat vorhin 20 bis 28 zum Beispiel gemacht. Und der Hintergrund ist ganz einfach. Du hast hier 18 bis 24, das siehst du. Aber wenn du jetzt eine Kampagne schaltest mit Alter 20, quasi einmal in der Mitte von dem ersten Ding hier, und 28 bis 27 bist du quasi zwischen diesen zwei Dingen, die Facebook hier vorgibt, und siehst dann noch tiefer rein, okay, sind es die von 18 bis 20, sind sie von 20 bis 24 oder sind es die dann bis 27, wenn du siehst einfach viel tiefer in Facebook rein, wenn du denen eben das vorgibst, ich will nur zwischen diesen zwei Bereichen was haben, und siehst dann viel, viel tiefere Daten und so kannst du mit ganz, ganz vielen, vielen Sachen, das ist jetzt ein Beispiel zum Thema Alter, es gibt noch ganz verschiedene Arten von Sachen, die du clustern kannst, wie du viel, viel tiefer in den Algorithmus schauen kannst und viel tiefere Daten bekommst, eben indem du wirklich aufclusterst, okay, wir sind so oder so, in dem Fall eben das Alter. Gibt es mit verschiedenen Interessen, das gibt es mit verschiedenen Optimierungsfenstern, das kannst du machen mit Alter, mit Geschlecht, das kannst du machen mit wirklich demografischen Sachen, das kannst du machen mit wo die wohnen, sonst was. Es gibt ganz verschiedene Sachen, wo du noch tiefer in Facebook reinschauen kannst, als es eigentlich geht. Das wollte ich mal kurz angemerkt haben, deswegen Age Cluster ist eine sehr, sehr coole Sache, um mal tiefer zu schauen, okay, wer ist eigentlich wirklich meine Zielgruppe und wer kauft am ehesten? So ist es, definitiv.
Lass uns mal in die Phase 4 reingehen. Wie würde denn die vierte Phase jetzt tatsächlich aussehen, Erik? Was machen wir da? Genau, also Phase 4 setzt ja voraus, dass ich schon mal weiß, okay, ich habe eine Zielgruppe gefunden, wo es sich lohnt, Geld auszugeben. Ne? Also erst Phase 1 setze ich durch, okay, verschiedene Zielgruppen durchhauen, kriege ich meine 1, 2, 3 Zielgruppen raus, die gut funktionieren. In den nächsten Phasen überprüfe ich, okay, wie spreche ich die an? Das heißt, ich suche verschiedene Anzeigen raus, Anzeigentexte und Bilder und sonst was, Headlines. Ne? Dann sehe ich schon mal, okay, wie kann ich die ansprechen? Dann nehme ich hier die Winner wieder mit in Phase 3. Verschiedene Startbudgets, weil was auch viele vergessen, es gibt verschiedene Eintrittspunkte in den Algorithmus, in den du reinkommen kannst. Das heißt, verschiedene Startbudgets sind verschiedene Eintrittspunkte in Algorithmus. Ein Adset kann mit 7 € am Tag besser performen als mit 23 zum Beispiel, einfach weil es ein anderer Eintrittspunkt ist. Da muss man rumprobieren. Das haben wir alles dann gemacht. Und Phase 4 ist dann wirklich, okay, jetzt gehst du in die Vollen. Jetzt hast du nämlich einmal die Zielgruppe gefunden, du hast die Art und Weise, sie anzusprechen gefunden, du hast das Startbudget gefunden, du weißt, wie du reinkommst und kannst theoretisch Gas geben. Und da drin willst du jetzt eigentlich ganz, ganz schnell von 100 € auf 1.000 € am Tag, auf 5.000 € und mehr am Tag und willst darin jetzt wirklich profitabel sein. Das ist Phase 4. Und das machen wir mit einer CBO-Kampagne. Man kann auch viel früher schon auf CBO umsteigen. Wir machen jetzt mal hier erstmal den ersten Schritt. Mit einer CBO-Kampagne ist ja so, da gibt es ja quasi Facebook viel mehr Macht. Ne? Im Prinzip ist ja, was Facebook damit machen will, es hat mehr Macht. Weil Facebook entscheidet, okay, ich gebe da so viel Geld aus, da gebe ich so viel Geld aus und da gebe ich so viel Geld aus. Was eine CBO-Kampagne ist. Wir gehen da das mal kurz Idee. Einmal rein. Wir zeigen das einmal hier. Trink mal ruhig einen Schluck. In der Zeit gehen wir hier mal kurz rein, um euch das mal zu zeigen, wie das dann aussehen kann. Beispielsweise, wenn wir jetzt hier auf Erstellen draufklicken, dann hast du hier jetzt die Auswahl erstmal der Kampagnenziele und dann im nächsten Schritt. So. Wir sagen jetzt beispielsweise, wir wollen auf Conversions schalten. Jetzt kommt der magische Haken. Dann kann man hier, sieht man schon, Optimierung des Kampagnenbudgets anstellen. Ja, so, was passiert hier, Erik, jetzt? Im Prinzip, also normalerweise ist es ja so, okay, du schaltest eine ganz normale Kampagne, hast verschiedene Anzeigengruppen und gibst jeder Anzeigengruppe ein Budget vor und sagst, okay, die Anzeigen kriegt 5 € am Tag. Hier machst du jetzt den Haken bei der Kampagne. Das heißt, dass die komplette Kampagne mit allen Anzeigengruppen hat ein Budget und das wird auf der Kampagne-Ebene verwaltet. Das heißt, Facebook entscheidet selbst, welche Anzeigengruppe wie viel Budget bekommt. So ist es. Genau. Okay, dann habt ihr das jetzt auch gesehen. Genau. Nee, auf jeden Fall eine wichtige Sache, was man verstehen muss, ist halt im Prinzip, gibst du mit einer CBO-Kampagne Facebook erstmal mehr Macht. Und dann sagst du, schau mal, ich habe hier 8 verschiedene Zielgruppen, ich gebe dir in die Hand, wo wie viel Geld ausgegeben wird quasi. Das heißt, Facebook optimiert selbst. Ja. Und viele Leute machen den Fehler und haben einen falsch trainierten Pixel, weil den unterschätzen irgendwie viel zu viele Leute. Der Pixel ist euer Eintritt in Algorithmus. Je besser der Pixel ist, umso besser eure Ergebnisse. Ganz einfach. Das ist ja Fakt, weil die einzigen Daten, die Facebook hat, den es optimieren kann, ist der Pixel. Wenn der Pixel nicht gut trainiert ist und der Pixel nicht in die richtige Richtung schießt, und das merkst du erstmal nicht, das merkst du, wenn die Ergebnisse in den Keller rauschen, du weißt nicht wieso, dann sind die Anzeigen schlecht. Und wenn du eine CBO-Kampagne schaltest und den Pixel vorher richtig trainiert hast und der Pixel genau weiß, welche Leute du brauchst, dann ist eine CBO-Kampagne Gold wert, ne? Weil du gibst ja dem Algorithmus mehr Macht. Ein Algorithmus funktioniert am allerbesten, wenn er das macht, was er am besten kann. Und zwar sein Ding. Ein Algorithmus macht am liebsten ein eigenes Ding. Und je mehr du rein quasi drin rummachst und Dinge umstellst, umso mieser funktioniert es. Vielleicht hast du auch schon mal ausprobiert, wenn du eine Anzeige eben hoch auf mehr Budget skalieren wolltest und hast dann mehrmals am Tag dran rumgefutscht, dass plötzlich das Ding ja, abgeraucht ist, ein Bach runtergegangen ist. Lag daran, dass du zu viel am Algorithmus rumgemacht hast. Und eine CBO-Kampagne macht genau das Gegenteil. Die macht alles alleine. Und das ist Gold wert, wenn dein Pixel die richtigen Daten hat. So, was wir dann eigentlich machen, ist, wir nehmen das, was wir gesehen haben, was funktioniert in den Phasen vorher und packen es in die große CBO-Kampagne. Und zum Thema Budget, überleg dir mal, was ist denn dein KPI, den du erreichen willst. Ein KPI ist einfach der Wert, auf den du optimierst. Also wenn du zum Beispiel jetzt auf Lead-Preise optimierst, du willst Webinar-Leads haben, zahlst im Schnitt bei 1.000 € Spend, zahlst du 5 € pro Lead. Und dann überlegst du, okay, du brauchst 50 Conversions pro Woche mindestens bei Facebook, dass der Algorithmus richtig optimieren kann. Na, dann nimmst du die 5 € mal 50, das Ganze durch 7 in dem Fall. Und genau das, was da rauskommt, ist dein mindestes Startbudget. Das kannst du dir eben dann quasi mal 2, mal 3, mal 4, mal 5 machen und hast dann so dein Anfangsbudget, was du nehmen kannst. So, und dann packst du das in die CBO rein, stellst das dementsprechende Budget eben ein und gibst dann Gas. Wie man die Anzeigengruppen dann genau macht, da können wir gerne nochmal später tiefer einsteigen, weil da gibt es halt ganz verschiedene Tricks, die du machen kannst. Du kannst mit Super-Lookalikes arbeiten, Ninja-Lookalikes nennen wir die mir ganz gerne. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das Grundding ist eigentlich wirklich, okay, du hast jetzt Daten gesammelt, der Pixel kennt die Zielgruppe,
der ist richtig trainiert, du hast schon die ersten Verkäufe gemacht und jetzt nur das, was schon funktioniert, in eine große Kampagne und gibst dir das richtige Budget, und zwar, dass du mindestens 50 Conversions pro Woche hast, alles drüber ist umso besser, und gibst ihm ja, das entsprechende Budget und gibst Gas. Und dann kannst du anfangen, mehr eben zu skalieren, die Nummer zu duplizieren, das Budget zu verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen, und dann sollte coolen Zahlen nichts mehr im Wege stehen eigentlich. Kannst du nochmal kurz erläutern, warum CBO, also Kampagnenbudgetoptimierung, besser ist als Anzeigengruppenoptimierung? Ja, ist auch ein wichtiger Punkt. Es ist nicht immer besser bei jedem. Also bei ganz, ganz vielen, die die ersten CBO-Kampagnen geschaltet haben, sind die irgendwie mit 180 gefühlt gegen die Wand gedonnert, ne? Weil halt einfach die gemerkt haben, oh, mein Pixel ist gar nicht so cool trainiert. Weil Problem ist, bei auf Anzeigengruppe, wie es bisher die ganze Zeit war, wenn dein Pixel nicht jetzt so on point war, wie er sein sollte, war nicht ganz so tragisch, weil du hattest einfach mehr Einfluss. Du konntest sagen, nein, ich will da rein, nein, ich will das machen, ich will, dass du das und das optimierst. Du konntest in Facebook ein bisschen mehr sagen. Bei CBO-Kampagnen kannst du das nicht. Das ist für die einen super genial, wenn du eine große Zielgruppe hast, dein Pixel kennt die richtigen Leute, dann kannst du machen, was du willst, das Ding läuft. Wenn du den Pixel voll trainierst, wenn du ihn nicht richtig trainiert hast, dann hast du das Problem, dass halt die Dinger gegen die Wand rauchen, weil dann, ja, im Prinzip optimiert ja Facebook anhand deines Pixels auf die richtigen Leute. Wenn der nicht gut trainiert ist, dann findet es auch die falschen Leute, die Anzeigen werden teurer, die Fresh Audience sinkt und dann ist es vorbei. Also es ist besser, wenn du weißt, was du vorher gemacht hast, dein Pixel die richtigen Leute kennt und weiß, was du haben willst, dann ist es besser. Warum? Der Algorithmus arbeitet am besten so, wie er am liebsten arbeitet. Das weiß er am besten und nicht du. Das heißt, je mehr Macht du Facebook gibst und Facebook weiß, was es braucht, umso besser wird es funktionieren, wenn Facebook die richtigen Daten von dir bekommt. Wenn es die falschen Daten von dir bekommt, das ja, war das Problem bei den meisten, die ersten CBO-Kampagnen geschaltet haben, dann rauchst du halt gegen die Wand, weil du Facebook die falschen Daten gibst und die falschen Daten und zu viel Macht ist nie gut. So ist es, perfekt. Danke dir, Erik. Wir werden jetzt gleich ins dritte Video gehen, wo wir konkret darüber sprechen, wie musst du jetzt deine Seiten aufbauen, welche Werbetexte brauchst du dort, welche Ansprache, damit du auch so geniale Leadpreise und Verkäufe erzielen kannst, wie du es gerade bei uns gesehen hast, und dass das auch für dich läuft. In dem Sinne freue ich mich darauf, dich gleich im dritten Video zu sehen. Das war's von mir, dein Nick und Erik. Bis dann. Ciao. Bis dann, mach's gut.